Also wir sind heute da, weil wir im Endeffekt diese Problematik einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen wollen. Gell? Ich als Wildwassersportler sehe solche Ableitungen öfter. Ich sage mal, der Otto Normalbürger, der weiß gar nicht, was eine Ableitung ist. Sehr häufig. Gell? Die sagen, was hast denn du gegen solche Ableitungen? Gell? Und deshalb wollen wir jetzt mal sagen, was so eine Ableitung eigentlich ist. Ja, wir sind im Oberbergtal und hinter uns verschwindet der Albeinerbach Richtung Kütei. Da ist eine Tiroler Wehr, eine Wasserableitung Richtung Sellrhein-Silz. Der Fluss wird bereits für Sellrhein-Silz verwendet. Im Endeffekt ist es ein Tiroler Wehr, genauso wie es im hinteren Stubaital dreimal geplant wäre. Also da sollen drei Bäche gefasst werden, genau mit so einem Wehr. Und warum wir heute da sind bei einer relativ hohen Wasserführung ist, weil das genau das versinnbildlicht, was dann im hinteren Stubaital zu sehen ist. Am Albeinerbach wäre normalerweise kein Wasser hinter dem Wehr. Heute durch die hohe Wasserführung rinnt ein bisschen was drüber. Und wir sind heute da, damit die Leute sehen, okay, so wird es ausschauen. Gell? Und wenn man jetzt glaubt, das schaut eh ganz nett aus, weil drüber ist halt ein lebendiger Gebirgsbach und drunter fließt halt ein bisschen weniger Wasser, mein Gott, dann haben halt die Kajakfahrer keine Möglichkeit mehr zu fahren, dann irrt man sich gewaltig, weil dieser Lebensraum da drunter, das ist der Lebensraum für uns alle, der wird verschlossen, der wird verriegelt. Es ist so, dass es hinter solchen Bachfassungen zu Ereignissen kommen kann, zu sogenannten Entsanderspülungen, die den Aufenthalt am Fluss zu absolut lebensgefährlich machen. Lebensgefährlich für den Menschen, lebensgefährlich für jeden, der sich dort aufhaltet und im Grunde zum Überlebenskampf für Wasserlebewesen und für Lebewesen am Fluss. Die Lebensgefahr für Mensch und Tier ist das eine, gell? Aber dass eigentlich ein ganzer Talbereich, nämlich das Bachbett und alles, was in unmittelbarer Nähe ist, uns verschlossen wird durch eine solche Wasserableitung, weil der Aufenthalt am Fluss ist ja lebensgefährlich, gell? Dann frage ich mich schon, ob die Stubaier und auch die Leute im Ötztal sowas im Tal haben wollen. Ich möchte es nicht.